Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Hollow Knight. Etliche Episoden haben wir jetzt hier schon. Und ja, wir wollten es jetzt nochmal gegen unsere Town-Variante versuchen, aber wir haben noch gar nicht unsere, nicht gegen unsere Traumvariante, sondern gegen die Traumvariante des Gefäßes. Das leere Gefäß oder das gebrochene Gefäß, irgendwie so hieß er. Da bin ich jetzt hier nochmal hergekommen, weil wir jetzt mehr Lebensenergie haben, einen besseren Nagel haben und ich eine andere Zusammenstellung nehmen wollte. Nämlich nehme ich stattdessen jetzt noch die Form von Unhin. Dann können wir uns etwas sicherer heilen. Vielleicht gelingt es uns ja so, ihn zu besiegen. Den verlorenen Sohn oder wie er hieß. Allerdings wollte ich unten den Weg auch nochmal lang gehen. Aber ich glaube, das machen wir auf dem Rückweg. Ei! Jetzt haben wir schon die zusätzliche Lebensenergie verloren. Naja. Das Gute ist ja, wenn wir hier sterben im Traum, starten wir wieder hier direkt beim Traum. Ach, und wir haben da sogar die zwei zusätzliche. Das ist also egal, wenn wir das verlieren. Ich weiß, dieser Kampf hat mich... Ist das jetzt schon zwei Videos her oder drei? Ich weiß es nicht. Ich spiele hier schon so lange dran und komme irgendwie auch keinen Schritt weiter. Hat mich vorhin sehr aggressiv gemacht. Wegen diesen blöden Geistern. Verlorenes Kind. Nicht verlorener Sohn, verlorenes Kind. Variante ist in der Tat nervig und verteilt auch ordentlich Schaden. So. Hat natürlich nicht geklappt mit dem Heilen, wie ich mir das gedacht habe. Wir versuchen es weiter. Weil ich würde gerne halt Essenz sammeln für die Seherin. Ich glaube, das ist nämlich das, was wir gerade machen müssen, um weiterzukommen. Mist, Mast. So. Ach, die Geister nerven mich trotzdem. Hören nach wie vor beim Heilen. Oh Mann. Ja, wie gesagt, wenn diese blöden Geister nicht wären. Ich frage mich gerade, das muss ich mal kurz im Inventar gucken, jetzt wo wir im Traum sind. Zählt im Traum vielleicht der Traumnagel? Dass die Stärke unserer Angriffe abhängig ist von der Essenz?
Oder zählt hier unser tatsächlicher Nagel? Den Traumnagel haben wir ja hier. Aber die Frage ist auch, wenn er belustlos ist, ob wir ihn mit dem Traumnagel schlagen müssen. Ah, Mist. Blöden Geister da oben, ne? Und dann konzentriert man sich darauf, die mal wegzumachen und dann kommt seine Attacke. Hey, ich will den Traumnagel verwenden. Die Nerven so. Ja, wird wieder nix. Nein. Die nerven echt. Die sind zum Kotzen. Und ich dachte, ich schaffe es jetzt. Vielleicht tue ich das auch. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Ganz im Gegenteil. Uah. Fängt ja schon gut an. Schmeckt ja das. Ach, wir haben gar keine Seelenenergie. Nee, der braucht zu lange zum Aufladen. Das war's wieder. Ja, wir kommen nicht dazu, uns zu heilen hier. Nein. Übung macht den Meister. Ist ja eigentlich nichts anderes als eine gut eingespielte Choreografie. So ein Lappen, ne? Ja, man merkt, dass ich keine Lust mehr habe. Ja, das kann ich vergessen. Mit nur 4 Lebensenergie. Ist ja egal. Vielleicht brauchen wir aber auch nur einfach den Druck. Naja, so schlecht war es gar nicht. Mehr Lebensenergie hätten wir ihn bestimmt geschafft. Hust. Ja. Garantiert. Und wenn der gleich dann nur 50 Essenz oder sowas bringt, dann lache ich mich echt schlapp. Vor allen Dingen nur für Essenz. Oder bringt er uns auch was anderes? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, ob das überhaupt zu den Aufgaben gehört, die wir machen sollen. So, konzentrieren, verlorenes Kind. Vergiss es. Ach, blöder Geist.
das mal zum Heilen nutzen sollen. Statt die Kacke mit dem Taumnagel zu probieren. Ja, jetzt war es das wieder. Nee, wir haben die anderen Geister ja auch ohne Traumnagel besiegt, also ist das eine Fehleinschätzung meinerseits. Heilen. Eigentlich sollten wir uns heilen. Lief auf jeden Fall schon eine Spur besser. Ich weiß auch nicht, wie oft wir ihn bewusstlos bringen müssen. In der Regel sind es ja dreimal. Wir hatten aber auch schon Gegner, wo es viermal war. Eigentlich waren wir da gerade doch sehr nah dran. Behaupte ich jetzt mal. Oh Mann, direkt mit so einer blöden Sprungattacke. Nix da. Sag ja, es ist wie so eine Choreografie, die man hier machen muss. Ein bisschen haben wir heilen können, aber wahrscheinlich nicht genug. Fuck. Diese Sprünge, die sind die Scheiße. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Und dann feiern wir unseren Sieg. Wahrscheinlich muss ich den erst viel, viel später machen. Das ist echt meine Vermutung, aber ich habe mir es jetzt vorgenommen, den zu besiegen. Vielleicht müssen wir es aber auch
tatsächlich mit der Nutzung unserer Zauber schaffen. Weil die sind ja, gerade der ist ja auch schon verstärkt. Und macht ja auch gut Schaden. Scheiße. Schade. Aber wir kommen mit jedem Kampf, glaube ich, den Siegen Schritt näher. Zumindest habe ich das Gefühl, zumindest bilde ich mir das gerade ein. Läuft es schlechter. Ja. Diesmal lief es etwas schlechter. Ich habe ihn noch nicht mal zweimal betäubt bekommen. Nochmal. Attacke an, das ist doch assi. Nee, das schaffen wir wieder nicht. Klettern kann ich nicht mehr sehen, das ist ja so nervig. Diese blöden Geister. Oh Mann. Macht mich wieder aggressiv. Eigentlich, wenn die nicht wären, wäre der richtig gut machbar. Aber so kann man ja noch nicht mal seinen Attacken ausweichen. Man muss immer aufpassen, dass das nicht zu viele werden.
Nein, zu früh. Ich sag ja, die Geister sind die Scheiße. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diesen Kampf, wenn ihr den bewältigt habt, wie ihr den bewältigt habt. Bin ich zu früh, bin ich zu spät, was mache ich falsch? So ein Geist. Nee, ich sterb gleich wieder. Ja. Auf Wiedersehen, da habe ich echt keinen Nerv zu. Meine, ich bin ja eigentlich echt ein geduldiger Mensch, aber das finde ich gerade sowas von zum Kotzen, was wir hier machen. Weil wir ja auch irgendwie gar keinen Fortschritt hier verzeichnen. Sagen, wieso guckt er nicht auf seine Karte? Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier unten waren. Deswegen wollte ich hier nochmal hin. Oh. Aber jetzt, wo ich es sehe, weiß ich doch, wir waren hier. Aber waren wir auch überall? So, wir haben ja diese Heilform hier. Waren wir hier? Huh? Wir können ihm in den Leib kriechen. Wie schön. Und was hat er da? Einen einfachen Schlüssel.
können wir, glaube ich. Den können wir, glaube ich, in der Stadt der Tränen nochmal gebrauchen, ne? Ja, komm, bevor wir hier drauf gehen. Boah, noch einer. Wir gehen hier drauf. Moment mal, ich habe noch eine Idee wegen dem Kampf. Zusätzliche Lebensenergie ist okay. Brauchen wir wirklich Seelenfresser oder reicht Seelenfänger? Wieso können wir gerade nicht wechseln? Aha. So. Wenn ich Seelenfänger nehme, das zusätzliche Leben, die Möglichkeit, andere zu verletzen, während wir uns schaden, und die Dornen reinnehme, und vielleicht noch Furor der Gefallenen, haben wir dann eine bessere Chance gegen ihn? Das ist gerade, was ich mich frage. Boah, fuck. Genau, hier sind wir ja gestorben, hier unten. Das müssen wir erstmal wiederholen. An ihm vorbei hier. Keine Lust drauf. Ach, wir mussten noch weiter hoch, ne? Da kommen wir hier ja gar nicht. Jetzt müssen wir einmal rum. Und jetzt müssen wir tatsächlich einmal rum. Wegen diesen blöden Stacheln. Und die habe ich natürlich wieder vergessen. Ich frage mich gerade, wenn wir die hier alle töten im Untergrund, ob dann vielleicht die Geister bei ihm nicht kommen, aber ich glaube es fast nicht. Aber ein Versuch ist es wert, warum nicht? Genau. Ausgerechnet hier. Oh, wir haben von denen auf jeden Fall genug erlegt, um einen weiteren Eintrag im Journal zu haben.
da leere Schlund. Wie hat dieses närrische Wesen seine Beine verloren? Ich nehme an, man kann alles verlieren, wenn man es wirklich versucht. Ja, das kann durchaus sein. Oh, das war doch schon mal gut. Wupp. 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 Da ist noch einer. Wenn das gleich das Rätsels Lösung ist, wär's natürlich saugeil. Damit die Geister weg wären, aber ich wage es zu bezweifeln. Versuchen wir es also nochmal. Klatsch. Mit unserer jetzigen Konstellation. Wir brauchen halt mehr Schläge, um Seele aufzubauen. Aber... Mist. Oh, ich muss gerade noch was trinken. Aber ich glaube, wir schaffen das so. Ich nehme das jetzt vor, so zu schaffen. Wieso ist denn jetzt mein Controller nicht mehr konfiguriert? Manchmal ist Steam diesbezüglich komisch. Hauptsache, er lockt sich beim Spielen nicht aus. Das wird mich jetzt richtig, richtig ärgern. Schade. War jetzt zwei- oder dreimal bewusstlos. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Versuchen wir es nochmal. Thank you.
wieder diese blöden Geister im Weg. Er war zweimal bewusstlos. Zumindest gerade. Komm her, du blödes Arschgesicht. Nein! Oh. Das war's schon wieder. Schon ganz schwitzige Hände. Letzter Versuch für dieses Video. Also sagen wir vorletzter. Je nachdem, wie der Versuch läuft. Ich bin ja hartnäckig. Wir haben ja, genau, wir schaden ja jetzt, wenn wir heilen. Beim Fokussieren. Shit. Ja, wir müssen aber auch fokussieren. Anfang lief gut und dann wurde scheiße. Könnte es tatsächlich sein. Oh fuck, er war gerade wieder. Oder? Oh Mann. War der jetzt dreimal bewusstlos? War der eben bewusstlos und wir haben ihn verletzt und damit die Chance nicht genutzt zu heilen? Kann durchaus sein. Thank you.
hätte ich nicht rennen dürfen. Zumindest nicht in die Richtung. Ah, Mist. Doch. Ah, dieser blöde Geist da oben. Puh. Wir schaffen das doch noch. Und wehe, das lohnt sich nicht. Geist. Fängt gut an. Wieder nicht zum Heilen.
Also, bevor ich den Controller hier in den Monitor werfe, breche ich ab. Ganz ehrlich, ich breche ab. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich den besiegen soll. Ich habe noch nicht mal Ahnung, ob ich ihn überhaupt besiegen soll. Und um ehrlich zu sein, weiß ich gerade überhaupt nicht, wo ich lang gehen soll. Ich weiß nicht, mein Controller spinnt auch gerade ein bisschen. Ich weiß auch nicht, wie ich hier jetzt weiter vorgehen soll. Ich habe keine Ahnung. Überhaupt nicht. Hier bin ich doch falsch. Ich muss doch weiter nach rechts. Sieht es mich schon an Konzentration. Nee, ich rüste wieder meine eigenen Sachen aus, wie immer, und erforsche hier weiter, weil ich weiß so echt nicht, was ich machen soll. Ich könnte so einen noch reinnehmen. Erhöht den Schaden, den der Gegner mit dem Nadel zufügt. Das wär super, aber wenn wir sterben, war es das auch. Wobei, es ist die Frage, ob der auch im Traum, halt dahin ist. Das weiß ich nicht. Schnellfokus, erhöht die Geschwindigkeit in der... Ja, aber das kostet alles auch so viele Sockelplätze. Nein, also für heute ist es genug. Das ist eh schon ein sehr, sehr langes Let's Play. Das muss ich jetzt nicht noch in die Länge ziehen, indem ich unkonzentriert versuche, diesen Kampf jetzt weiterzuführen. Deswegen verabschiede ich mich von euch. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal noch dabei seid, auch wenn das gerade ein nerviges Video war. Und wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.